Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Im letzten Part ist es jetzt wieder vor Gericht weitergegangen. Wir haben da schon erst die Morgen hier ins Kreuzverhör genommen, aber da haben wir nicht wirklich irgendwas Tolles rausbekommen. Und jetzt ist dann die Ini an der Reihe. Und wie wir mittlerweile ja vermuten, hat die Ini da auch ihre Finger mit dem Spiel, weil nämlich die Ini und die Morgen wahrscheinlich zusammengearbeitet haben. Und das wollen wir jetzt dann hier irgendwie beweisen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen werden. Also, als die Beschwörung anfing, schlief ich im Nebenzimmer. Moment mal! War das nicht wegen ihrer Sesamallergie? Das stimmt. Ich glaube, da waren Sesamkörner im Mittagessen an jenem Tag. Ich hatte diese Vorahnung, dass es ein ganz seltsamer Tag werden würde. Ja, in der Tat. Ich verstehe. Ein seltsamer Tag also. Also, sie haben geschlafen. Geschah etwas, während sie schliefen? Dann kurz darauf kam jemand ins Zimmer, ganz plötzlich. Moment mal! Wissen Sie die Uhrzeit? Vielleicht kurz vor 11? Ich denke, ungefähr so spät. Wann ist eigentlich nochmal der Mord passiert? Warte mal kurz. Das steht da gar nicht. Steht es nirgendwo, wann der Mord eigentlich passierte? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube nicht. Oder vielleicht wird es mal irgendwie zwischendurch erwähnt. Aber ich weiß es gar nicht genau. Keine Ahnung. Aber wird schon von der Uhrzeit passen. Ich glaube nicht, dass sie hier bei der Uhrzeit irgendwie jetzt einen Blödsinn erzählt. 11? Ja, mein Magen braucht, dringend was zu essen. Ach nein. Ich glaube, Sie haben mich falsch verstanden. Ich meinte nicht jetzt. Ich meinte, ach so. Ich meinte die Uhrzeit, als dieser jemand in Ihr Zimmer kam. Aber kurz vor 11 stimmt übrigens auch nicht, weil das Gericht hat erst angefangen. Also, es dürfte jetzt erst ein paar Minuten nach 10 eigentlich sein. Also, ach, keine Ahnung, egal. Oh, also, das meinten Sie. Sie hätten das deutlicher sagen müssen. Entschuldigung, mein Fehler. Nein, schon okay. Es ist wirklich... Hä? Das ist alles? Warum haben Sie mitten im Satz aufgehört? Hab ich das? Wovon habe ich gerade geredet? Schon gut. Zeugin zu dieser Person, die in das Nebenzimmer kam. Okay, Uhrzeit wissen wir nicht, weil die ist ja auch eher irrelevant hier jetzt in diesem Fall. Ansonsten sind Uhrzeiten häufig wichtig, aber hier ist die Uhrzeit relativ egal. Na gut. Großer Gott, es war wirklich meine Schwester. Moment mal. Sind Sie sich absolut sicher? Ich glaube... Sie glauben? War es Ihre Schwester, die ins Zimmer kam oder nicht? Ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne Ihre Schwester doch überhaupt nicht, Herr Smith. Erstens heiße ich nicht Smith. Zweitens bin ich Einzelkind. Schlimmer ist, dass sie die Frage mit ihrer Antwort vermischt hat. Nun, Herr Wright, die Verteidigung pausiert. Nun, was für eine Zeitverschwendung. Also gut, Zeugin, was hast du empfunden, als du Frau Mimi Meini sahst? Ich hatte sie lange nicht gesehen und war glücklich und traurig zugleich. Moment mal. Sie waren glücklich und traurig zugleich? Ja, sie war meine Schwester. Aber wären die meisten nicht eher überrascht, einen Toten wieder lebendig zu sehen? Vielleicht wäre ich das, wenn ich, nichts über das, Okkulte wüsste. Aber, ich weiß alles über die Kurreiner Beschwörungstechnik. Wichtig ist, dass die Zeugin sofort erkannte, dass es ihre Schwester war. Ja, glaubte sie. Ja, wie sie sagte. Sollte ich sie dann noch weiter befragen? Natürlich. Sie haben diese Begegnung nicht als seltsam empfunden? Nein. Ich hatte keinen Grund dazu, etwas als seltsam zu empfinden. Aber... Au! Hör auf, sie zu piesacken. Ja, genau. Kennst du das Wort Einspruch? Würdest du das bitte ab und zu verwenden? Herr Wright. Die Frage, was die Zeugin empfand, als sie ihre Schwester sah, ist es wirklich so wichtig? Was sie empfand, als sie ihre Schwester sah. Ja, würde ich schon sagen, weil ich glaube ja, dass sie sowieso eigentlich im Beschwörungsraum mit dabei war. Deswegen war sie dann nicht mehr so überrascht, weil sie ja das eh schon davor gesehen hat. Aber ich meine, das macht ja eh keinen Sinn, weil die Aussage, dass sie im Nebenzimmer war und dass Maya zu ihr hergelaufen kam, ist ja eh kompletter Blödsinn, nach meiner Theorie. Und das wollen wir ja auch hier widerlegen, weil wenn das so wäre, dann würde das ja von Karma helfen.
Deswegen, ja, ist schon irgendwie wichtig, sage ich jetzt mal. Es ist sehr wichtig. Obwohl ich nicht genau weiß, was mit S gemeint ist. Ich muss erstmal so tun, als ob ich wüsste, wovon ich rede, wie so häufig. Gut, Herr Wright. Frau Meini, bitte ergänzen Sie Ihre Aussage. Okay, ich nehm's, ganz locker. Okay. Ich, hatte keine Angst und, Ihr Kostüm sah, total normal aus. Okay, nee, das stimmt nicht, weil sie hatte Blut an sich. Also müsste sie eigentlich, sie hätte Blut an sich haben müssen, nach dieser Aussage hier. Okay, aber ich will dann trotzdem kurz angreifen. Moment mal! Also, am Aussehen ihrer Schwester war überhaupt nichts Merkwürdiges. Ja, da war, nichts merkwürdig. Mia spricht mit sich selbst, als ob sie einen Widerspruch gefunden hätte. Das ist unmöglich. Richtig, ja. Ist alles okay? Kann ich, fortfahren? Meine Schwester, sie, erzählte mir etwas ganz Schreckliches. Ich will mal kurz hier auch schnell angreifen. Moment mal! Etwas Schreckliches? Was hat sie Ihnen da erzählt? Hä? Habe ich Ihnen das, nicht gerade erzählt? Haben Sie es, schon vergessen? Ein dummer Dummkopf mit einem Gedächtnis wie ein Sieb spricht nur dumme Worte. Gut, Entschuldigung, Prinzessin. Soll ich um eine Wiederholung bitten? Ich bin mir selber übrigens gar nicht mehr sicher, was so schrecklich... Hat sie das schon gesagt? Ich hab anscheinend auch ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber das ist ja nichts Neues. Das habe ich ja wirklich. ja, bitte, ich hab's vergessen. Irgendwie. Tut mir leid, aber könnte ich bitte die Geschichte nochmal hören? Klar, kein Problem. Achso, das war das mit der Sequenz auch, ne? Nochmal jetzt. Ja, das haben wir beim letzten Mal gesehen, stimmt. Okay, genau, das hat sie hier. Nämlich da erfahren. Okay, das tut mir jetzt leid. Dann, das hat sie da erfahren, dass sie eben nicht betäubt wurde, genau. Und dass sie dann sagte angeblich, dass sie sich rächen wollte am Dr. Gray. Okay. Ja, ich hab's echt vergessen. Es tut mir leid. Aber ich meine, das war ja auch im letzten Part, ne? Und ich meine, ich muss zugeben, ich nehme diesen Part hier direkt nach dem vorherigen auf. Aber ich hatte eine 5-minütige Pause zwischendurch. Und in 5 Minuten kann man das schon mal vergessen, oder? Auf jeden Fall. Ach Gott, ey. Ja, aber gleich ist die Sequenz vorbei. Tut mir leid. Aber jetzt weiß ich's. Und ich weiß ja auch, was ich gleich machen will. Hat ja auch schon Mia angedeutet, dass es nicht sein kann, dass sie nichts Ungewöhnliches an ihrer Schwester entdecken konnte. Weil die nämlich voller Blut hätte sein müssen. Weil die Morgan hat ja eben auch gesagt, dass die Maya schon da eben direkt nach dem Mord dann, als sie gerade drin war, rausgerannt ist. Und deswegen hätte sie keine Zeit gehabt, sich umzuziehen. Also ja. So. Ja, ich weiß. Habe ich schon alles gehört. Ich habe es wieder vergessen. Ich bin dumm, aber okay. Sie hat sich diese Lüge gut ausgedacht. Bla 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 bla. Ich kann nicht schneller durchgehen, leider, aktuell. Aber gleich sind wir hier fertig. Ist nur die Frage, was ich jetzt dann eigentlich genau präsentieren will. Weil ich hatte nämlich 2 Möglichkeiten sogar, finde ich. Ne, zurück. Hier. Ich könnte entweder das Kostüm von ihr präsentieren oder halt das zweite Foto, weil da ja auch das Blut drauf ist. Aber ich denke eigentlich eher das Kostüm. Weil ja auch der Richter und auch von Karma wahrscheinlich noch gar nichts davon wissen, dass es eben diesen anderen Kleidungsfetzen da gab und dass da irgendwie was umgezogen wurde oder sowas. Deswegen habe ich schon das hier präsentieren wollen. Und das Einschussloch war ja sogar übrigens auch noch da. Also da gab es einiges Auffälliges. Ja. Einspruch! Das war eine sehr gute Lüge, Frau Meini. Naja, geht so. Ich fand zwar keine so gute Lüge. Was plapperst du denn diesmal, Phoenix Wright? Eine gute Lüge. Aber das ist auch schon alles. Das waren meine Worte, Phoenix, nicht? Frau Meini, darf ich Sie daran erinnern, was Sie gesagt haben? Sie haben gesagt, an dem Aussehen Ihrer Schwester war nichts Merkwürdiges. Ja, und? Aber ich glaube, dass das absolut nicht der Fall war. Sehen Sie sich das Foto an. Okay, ich hätte Foto oder Kleidung präsentieren können. Sehr freundlich, alles klar. Das ist ein Foto der Schwester, die Sie gesehen haben. Ich denke, sogar Sie wären überrascht, wenn jemand so vor Ihnen auftauchen würde. Die Blutspritzer. Frau Meini, warum haben Sie das Blut, das Sie sahen, in Ihrer Aussage nicht erwähnt? Würden Sie wirklich aussagen, statt zu lügen, hätten Sie es sofort bemerkt. Ruhe, Ruhe. Frau Meini, was hat das zu bedeuten? Frau Meini? Ich denke nach, stören Sie mich nicht. Okay, zum ersten Mal ist sie ein bisschen ausgerastet. Okay, jetzt habe ich die falsche Stimme übrigens genommen für den Richter, egal. Was soll das stammeln, euer Ehren? Diese Zeugin, ihre Persönlichkeit hat sich um 180 Grad gedreht. Viele Leute tun das, wenn sie den Zeugenstand betreten.
Zuallererst beruhige dich mal, Zeugin. Tut mir leid. Ich, wollte niemanden anfahren. Mach jetzt schnell mit der Aussage weiter. Wären Sie so gut? Der Richter sieht noch immer mitgenommen aus. Eine großartige Hilfe also. Okay. Nach dem Mord Teil 2. So, mehr Lügen. Wissen Sie, das Nebenzimmer war, ziemlich dunkel. Also, Ihr Kostüm war, lila, nicht? Das Blut fiel also nicht auf. Und ich, überzeugte meine Schwester davon, dass man, so etwas nicht tun darf. Und dann, brachte ich meine Schwester zum Beschwörungsraum. Hä, what? Das macht gar keinen Sinn. Ja, nun, ich verstehe. Und Sie haben uns einen guten Grund genannt, warum Sie das Blut nicht bemerkt haben. Meinen Sie? Danke, Väterchen. Meinen Sie? Zufrieden, Herr Wright? Nein, ich denke nicht. Nun gut. Sie können die Zeugen befragen. Okay. Ja, da waren auch ein paar komische Sachen wieder drin, finde ich. Wie immer eigentlich. Wissen Sie, das Nebenzimmer war ziemlich dunkel. Moment mal. Wirklich? Denn ich fand es ziemlich hell in dem Zimmer. Erspare uns vor Gericht deine subjektive Meinung. Das stimmt. Entschuldige, aber wieso ist meine Aussage subjektiver als Frau Meinis? Das ist eine gute Frage. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Zeugin, ignoriere diesen banalen Wicht einfach. Okay. Ich krieg keine Luft. Ich will hier raus. Ah, komm schon, Felix. Wir stehen das durch. Also, Ihr Kostüm war lila, nicht? Das Blut fiel also nicht auf. Moment mal. Sie haben das Blut nicht gesehen? Ja. Aber sie muss die Pistole zu diesem Zeitpunkt auch bei sich gehabt haben. Das, Wollen Sie etwas sagen, dass Sie die Pistole auch nicht bemerkt haben? Ich, hab sie nicht bemerkt. Ich habe ihr nur, ins Gesicht gesehen. Erzähl weiter. Okay. Und ich, überzeugte meine Schwester davon, dass man, so etwas nicht tun darf. Was meint sie damit so, ja okay, damit, dass sie Rache nehmen. Nur halt Rache genommen hat. Ich meine, das ist sowieso komisch, weil sie behauptet ja, dass ihre Schwester zu ihr gesagt hat, ja, ich habe Rache genommen. Und damit meint, hat sie ja gemeint, das hat auch die nicht so verstanden, dass sie halt da den Grey ermordet hat. Und das fand sie aber dann trotzdem auch ganz normal. Obwohl da der Geist ihrer Schwester vorher stand und der hat dann Rache genommen. Und wie verhielt sich ihre Schwester, Frau Mimi Meini, zu jedem Zeitpunkt? Nun, sie war, voll außer sich, weil sie gerade Dr. Grey erschossen hatte. Aber ich denke, sie wusste es. Sie, sagte, sie hätte etwas ganz Schlimmes getan. Und, sie sagte, sie wolle mit mir zu Frau Morgan gehen, um sich, zu entschuldigen. Hat Ihnen Mimis Geist das alles wirklich erzählt? Ja. Und dann, brachte ich meine Schwester zum Beschwörungsraum. Moment mal! War Ihre Schwester zu jedem Zeitpunkt ruhig und gefasst? Ich denke ja. Ich glaube, dass sie sich durch ihre Rache an Dr. Grey viel besser fühlte. Ich würde mich auch gern besser fühlen, Phoenix Wright. Je eher, desto besser. Sie sagt das mit der Peitsche in der Hand. Und Frau Morgan war die einzige im Beschwörungsraum, verstehen Sie? Darf ich Sie noch eine letzte Sache fragen, Frau Meini? Sicherlich. Fanden Sie dort irgendetwas seltsam, ungewöhnlich oder am falschen Platz? Am falschen Platz? Hä? Wann meinen Sie? Wann? Als Sie im Nebenzimmer waren? Zum Tatort gingen? Oder am Tatort eintrafen? Um Gottes Willen. Okay. Ja, es gibt ein paar komische Sachen. Nämlich halt die Truhe. Vor allem. Weil die Truhe war ja zum Tatzeitpunkt im Beschwörungsraum, behaupte ich zumindest. Das haben wir noch nicht geklärt. Aber ich behaupte, dass sie da hinter dem Wandschirm war. Und dann danach wurde sie aber wieder ins Nebenzimmer dann gepackt. Ja. Also kurz überlegen, zum Tatort gingen. Also es würde heißen, auf dem Holzsteg. Ich meine, auf dem Holzsteg war eben dann der Kleidungsfetzen. Aber in der Geschichte von Ini wurde ja die Kleidung von Maya sowieso nicht ausgetauscht, deswegen, das ist es, glaube ich, nicht. Und im Nebenzimmer selbst, da hat eben die Truhe gefehlt, die da ansonsten vielleicht eigentlich immer ist, weil ich weiß nicht, wo die normalerweise immer rumsteht, die Truhe.
Vielleicht steht die auch normalerweise hinter dem Wandschirm und wurde halt dann ins Nebenzimmer danach daneben getragen. Aber ich sag mal, am Talon eintrafen, weil da vielleicht auch noch irgendwas anderes komisch war. Weil das müsste ja nach der Aussage von morgen auch so sein, dass da vielleicht an dem Morgen auch immer noch bewusstlos da lag. Deswegen am ihr, also der Talos ist am interessantesten, deswegen nehmen wir dann den hier, ja. Ich meine natürlich, als sie beim Beschwörungsraum ankamen. Nein, nichts Seltsames. Was soll ich tun? Das ist halt die Frage, was jetzt mit seltsam dann gemeint ist, weil ich meine, die Morgen lag da vielleicht immer noch bewusstlos rum. Ich werde mal weiter angreifen. Denken Sie nach. Ich weiß, Sie können sich an etwas erinnern. Ich, kann es nicht. Gib's auf, Phoenix Wright. Ich frage mich, ob ich wohl Innis Fähigkeit zu denken überschätzt habe. Nicht gut. Ich kann nichts Falsches entdecken. Phoenix, der Richter glaubt dieser Zeugenaussage. Wenn du keinen Haken in ihrer Aussage findest, würde er den Prozess beenden. Ich weiß. Wir müssen es noch einmal versuchen. Es ist egal, wie oft wir es hören. Wir dürfen nicht aufgeben. Okay, hätte ich doch was anderes machen müssen. Okay. Und dann eben doch wahrscheinlich im Nebenzimmer. Das war hier, war das, ne? Ja. Oder halt eben doch auf dem Weg mit dem Holzsteg. Ich bin mir nicht sicher, weil ich meine, eigentlich, es ist ja so, dass er der Schlüssel, also laut ihrer Aussage, musste ja der Schlüssel auch irgendwie in den Ofen kommen, weil das ist ja ein Fakt, dass der im Ofen von der Pearl gefunden wurde. Und da ist eben die Frage, wie das dann ging. Obwohl man da sagen könnte, dass dann einfach halt Maya oder halt der Geist, als sie dann zu Ini hingelaufen ist, dass sie dann da schon den Schlüssel in den Holzofen gelegt hat. Deswegen, das könnte man noch erklären. Aber trotzdem ist es auch komisch. Aber ich nehme jetzt mal trotzdem das Nebenzimmer. Ich meine natürlich, als sie im Nebenzimmer waren. Nein, nichts Seltsames. Was soll ich tun? Weiter angreifen. Denken Sie nach. Ich weiß, Sie können sich... Das ist dasselbe Text. Ja, das ist doch der Holzsteg. Okay, weil ich meine, bei einer von den drei Sachen muss ja eigentlich irgendwas Besonderes passieren, würde ich mal schätzen. Und dann dürfte es eben halt auf dem Weg, also beim Holzsteg, ja, ich meine, vielleicht ist mit auf dem Weg auch was anderes gemeint, aber zwischen dem Nebenzimmer und dem Beschwörungsraum ist ja nur der Holzsteg und der Meditationsraum. Und im Meditationsraum dürfte nichts Besonderes sein, glaube ich. Also es muss schon der Holzsteg damit gemeint sein. Aber mal gucken, worauf wir dann letztendlich hinauskommen. Mal schauen. So. Zum Tatort gingen. Ich meine natürlich, als sie zum Beschwörungsraum gingen. Nein, nichts Seltsames. Sie hat sehr schnell geantwortet. Was nun? Okay, anderer Text. Hört sich gut an. Denken Sie nach. Ich weiß, Sie können sich an etwas erinnern. Ich, kann es nicht. Das reicht nicht. Sie müssen das dem Gericht ausführlicher erklären. Glauben Sie, Herr Wright, dass es so wichtig ist, ob auf dem Weg zum Beschwörungsraum etwas seltsam war? Ja. Ich frage, weil es sehr wichtig ist. Nicht, dass ich wüsste, wohin uns das noch führt. Nun gut. Frau Meini, würden Sie das bitte Ihrer Aussage noch hinzufügen? Ich verstehe nicht warum, aber na schön. Ich bin niemandem begegnet auf dem Weg zum Beschwörungsraum. Okay. Moment mal. Versuchen Sie sich diesmal zu erinnern. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, dass ich niemanden auf dem Weg gesehen habe. Ich denke, das ist eine Sackgasse. Ah, nee, okay, jetzt weiß ich es. Okay, jetzt, ich dachte mir gerade, weil bei Phoenix und Lotta bin ich mir ja nicht sicher, wo die jetzt eigentlich exakt waren, weil die haben halt die Polizei dann gerufen, aber wo die jetzt genau waren beim Fey-Anwesen, das wissen wir ja gar nicht. Aber es gibt eine andere Person, von der ich definitiv weiß, dass sie auf dem Weg war. Zur Tatzeit, das weiß ich, ja. Und da steht sie, glaube ich zumindest. Wenn man doch noch etwas aus einem Zeugen herausbekommt, das ist keine Sackgasse. Nicht gut. Ich kann nichts Falsches entdecken. Phoenix, der Richter glaubt dieser Zeugenaussage. Ja, kennen wir schon. Okay. So. Ja, dann möchte ich ganz gerne hier präsentieren, denn du bist niemandem begegnet. Aber wir wissen ja, Profil jetzt wahrscheinlich, ne? Ja. Wir wissen ja, dass Pearl dabei gespielt hat, auf dem Holzsteg.
Und der einzige Weg vom Nebenzimmer zum Beschwörungsraum führt über den Holzsteg. Deswegen muss sie Pearl gesehen haben. Das geht gar nicht anders. Das nehmen wir. Einspruch! Sie sagen, sie hätten niemanden auf dem Weg zum Beschwörungsraum gesehen. Das ist jedoch unmöglich. Was meinen Sie? Ich möchte Ihnen gern jemanden vorstellen. Das ist Frau Morgenfays Tochter, Pearl Fay. Interessant, du hast diesen halbintelligenten Blick. Also, was ist mit dem Kind? Halbintelligent? Zum Zeitpunkt des Mordes spielte Pearl zufällig im Hauptgarten. Im Garten? Ja. Was bedeutet, dass jeder, der durch den Bereich durchging, sie gesehen haben muss? Also, Frau Meini, was können Sie dazu sagen? Ja! Das sah auch witzig aus gerade. Wie das Gericht sehen kann, ist sie ein kleiner Hohlkopf. Außerdem führte sie ihre Schwester zu jenem Zeitpunkt. Hast du wirklich geglaubt, sie hätte ein spielendes Kind bemerkt? Absurd. Es ist nicht absurd und ich kann es beweisen. Wie dumm. Es ist einfach unmöglich, dass jemand auf dem Holzsteg Pearl übersehen konnte. Ja, weil sie Ball gespielt hat, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, das war ja nach dem Mord, war sie wahrscheinlich gerade dabei, die Vase zusammenzusetzen. Denke ich mal. Und ich denke mal, da hat sie die Vase schon umgeworfen. Und das ist natürlich dann mega auffällig, wenn die dann da die heilige Urne da zerstört und dann da gerade zusammensetzt. Ja? Nimm das! Diese Urne ist mein Beweis. Ein alter, rissiger Tontopf. Was soll das wohl beweisen? Weißt du nicht, warum sie Risse hat? Weil Pearl sie zerbrach. Deshalb. Sie zerbrach die Urne? Autsch. Warum denke ich nur, dass du mir diesen schönen Tag vermiesen wirst? Diese Urne ging zu Bruch, als die Beschwörung anfing. Und Pearl hat sie auch wieder zusammengesetzt. Und saß dabei mitten auf dem Holzsteg. Was? Okay, sehr schön. Frau Meini. Pearl war zu jenem Zeitpunkt da, mitten auf dem Holzsteg. Sehen Sie, sie war schwer am Arbeiten und hat die Urne wieder zusammengesetzt. Wenn Sie das beim Vorbeigehen nicht gesehen haben, sind Sie von rechts wegen blind. Ich denke, ich habe eine Sache ausreichend bewiesen, Frau Meini. Dass Sie eine meisterhafte Lügnerin sind. Herr Wright, Sie müssen aufpassen, was Sie da sagen. Wenn hier einer aufpassen muss, was er sagt, so ist das die Zeugin. Also, Frau Meini, erzählen Sie uns die Wahrheit. Worüber? Worüber? Natürlich darüber, wo Sie zum Zeitpunkt des Mordes wirklich waren. Die Zeugin hatte doch gerade dazu ausgesagt. Ja, das war ja alles eine Lüge. Das ist richtig. Ich habe im Nebenzimmer geschlafen. Kann ich ihr wirklich glauben? Hat sie wirklich im Nebenzimmer geschlafen? Ja, stimmt wohl. Nein. Obwohl ich nicht weiß, wie ich das beweisen kann aktuell. Aber ich meine, wegen ihren Lügen kann ich es halt beweisen. Weil sie war nicht im Nebenzimmer, weil ansonsten hätte sie ja rüberlaufen müssen und hätte dann Pearl gesehen. Ihr Lügen hört jetzt sofort auf. Was soll das? Die Zeugin sagte, dass sie zum Tatzeitpunkt im Nebenzimmer schlief. Und ich sage, dass es nicht möglich ist, denn es gibt hier einen klaren Widerspruch. Ein Widerspruch? Wo ist hier ein Widerspruch? Das ist auch witzig. In der Aussage gerade eben, in den Beweisen, oder hilf mir, Mia! Es ist interessant, dass ich überhaupt die Option habe, hilf mir, Mia, zu sagen. Ja, ich meine, eigentlich halt in der Aussage gerade eben. Das haben wir jetzt gerade geklärt. Sie kann nicht im Nebenzimmer. Also, ich meine, es ist schon trotzdem möglich, dass sie im Nebenzimmer war. Aber die Aussage, wie sie gerade eben gemacht hat, dass sie im Nebenzimmer war und dass noch zusätzlich dann halt ihre Schwester, der Geist ihrer Schwester, ankam und dass sie dann zurückgelaufen sind, das kann nicht sein wegen Pearl. Weil sie hat ja gesagt, dass sie niemanden gesehen hat. Ein Widerspruch in den Beweis. Okay, habe ich einen Beweis, der widerlegt, dass sie im Nebenzimmer war? Habe ich da einen Beweis dafür? Ich meine, ich habe so ein paar Vermutungen eben, aber einen Beweis habe ich, glaube ich, nicht. Oder? Der das wirklich direkt zeigt. Glaube ich nicht. Ich mache mal einfach, weil ich es auch witzig finde. Ich mache mal Hilf mir, Bier. Ich habe mich wohl gerade zu weit aus dem Fenster gelehnt. Gibt es wirklich irgendwo einen Widerspruch? Keine Sorge, du bist auf dem richtigen Weg, Phoenix. Okay. Der Widerspruch mag nicht so einfach zu sehen sein, aber er ist da. Also, möchtest du, dass ich dir dieses eine Mal helfe?
Ja, das ist ja interessant. Wenn ich jetzt auf Ja gehe, dann verrät mir Mia einfach und sie macht das. Oder wie? Aber es ist ja eigentlich langweilig, ne? Ich will das mal selber probieren. Aber ich werde dann eventuell auf sie zurückgreifen, aber ich will das selber probieren. Er mag nicht einfach zu sehen sein. Ich kann ihre Hilfe nicht einfach so annehmen, ohne selbst darüber nachzudenken. Es war interessant, dass man hier als Spieler dann diese Möglichkeit bekommt, weil es jetzt anscheinend eine so schwierige Stelle ist, irgendwie, dass dann da Hilfe angeboten wird. Sehr interessant. Haha, das ist die richtige Einstellung. Versuch's nochmal. Okay. Okay. Zeit für einen weiteren Bluff. Die Zeugin sagte, dass sie zum Tatzeitpunkt im Nebenzimmer schlief. Und ich sage, dass es nicht möglich ist, denn es gibt einen Widerspruch. Das kennen wir ja schon. Ich würde eigentlich fast vermuten, dass es doch in den Beweisen irgendwie ist. Weil es eben auch nicht einfach zu sehen ist. Weil das mit der Aussage ist fast zu offensichtlich, weil darauf wollen wir hinaus, dass die Aussage gerade eben ein totales Lügenkonstrukt war. Aber habe ich denn echt einen Beweis, der direkt zeigt, dass sie nicht im Nebenzimmer gewesen sein kann? So einen einzigen, der das direkt zeigt? Glaube ich eigentlich nicht. Deswegen, ich sage erstmal das Offensichtliche und dann eben in der Aussage. In Ihrer Aussage, Frau Meini, haben Sie vorhin Folgendes gesagt. Und, Frau Morgan war die Einzige im Beschwörungsraum. Verstehen Sie? Das war die Einzige. Ja, ich meine, Gray war ja auch noch da. Die Leiche halt von ihm. Na? Es ist wahr, dass Frau Hart und ich zu jenem Zeitpunkt nicht da waren. Wir waren gegangen, um die Polizei zu rufen. Und? Was hat das, damit zu tun? Das ist ganz einfach. Frau Meini, woher wussten Sie diese Tatsache? Woher? Ich stimme zu, dass Frau Fay die einzige Person im Beschwörungsraum war. Also die einzige noch Lebende. Aber jemand, der im Nebenzimmer schlief, hätte das nicht wissen können. Damit meine ich Sie, Frau Meini. In Wirklichkeit gingen Sie zum Beschwörungsraum. Aber Sie gingen nicht über den Holzsteg. Ja! Okay, so, okay, das stimmte tatsächlich schon, dass sie hingegangen ist. Ja, aber ich meine, sie war ja sowieso von Anfang an da, ne? Also das ist ja eh Quatsch, dass sie im Nebenzimmer geschlafen hat und dass dann Maya zu ihr hergelaufen kam. Das ist ja Blödsinn. Aber sie war schon irgendwann im Beschwörungsraum, nämlich halt zur Tatzeit, weil sie nämlich den Dr. Gray erschossen hat. Aber sehen Sie sich die Karte des Anwesens an. Wenn man vom Nebenzimmer aus zum Beschwörungsraum gehen möchte, muss man über den Holzsteg gehen. Ja, okay, aber das macht schon Sinn. Weil das ist jetzt eben die Behauptung von Phoenix. Sie kann nicht im Nebenzimmer gewesen sein. Weil wenn sie da gewesen wäre, hätte sie zwingend über den Holzsteg gehen müssen, um zum Beschwörungsraum hinzukommen. Aber trotzdem war sie irgendwann irgendwie im Beschwörungsraum, weil sie wusste, dass nur die Morgan noch da war und Phoenix und Lotta aber nicht. Also irgendwann war sie da drin. Und deswegen kann sie nicht im Nebenzimmer gewesen sein, weil sie eben dann über den Holzsteg hätte laufen müssen, wo sie aber Pearl hätte sehen müssen. Also, es ist schon kompliziert, aber es macht Sinn. Das ist echt cool. Muss man über den Holzsteg gehen? Ja, das ist richtig, euer Ehren. Deshalb stelle ich diese wichtige Frage. Wo befand sich die Zeugin zum Zeitpunkt des Mordes? Frau Meini, bitte beantworten Sie diese Frage. Würdest du bitte keine Fragen stellen, die auf unbegründeten Annahmen beruhen? Nun, ich denke, da du die Frage in den Raum gestellt hast, Phoenix Wright, solltest du die Frage auch beantworten. Wo befand sich die Zeugin zum Zeitpunkt des Mordes? Ja, ich weiß es. Das ist deine Chance, Phoenix. Ja. Die einzige Person, die Dr. Gray hätte umbringen können, war Ini Meini. Und jetzt ist die Zeit gekommen, es zu beweisen. Also gut, Herr Wright, Ihre Antwort bitte. Wo befand sich die Zeugin, als der Mord geschah? Ja, sie war im Beschwörungsraum. Nimm das! Frau Meini befand sich natürlich hier. Aber das ist der Beschwörungsraum. Ist das nicht der Tatort? Das ist richtig. Frau Meini befand sich am Tatort. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Das ist... Warum das? Phoenix Wright, hast du den Verstand verloren? Die gestrige Zeugenaussage besagt, dass sich nur das Opfer und die Angeklagte zu Beginn der Beschwörung im Raum befanden. Ja, das ist richtig. Bitte erklären Sie uns das, Herr Wright. Ganz einfach. Ini Meini hatte sich am Tatort versteckt. Also ja, meine Theorie stimmte so halb dann wenigstens, dass sie eben in der Truhe war. Ich hatte mich versteckt? Wo? Wo hatte ich mich versteckt? Hinter dem Wandschirm. Nimm das! Natürlich hier! Hinter dem Wandschirm?
Ich möchte mich nicht wiederholen. Erinnere dich an die gestrige Zeugenaussage. Sie hat nachgeschaut, ja, ich weiß. Es ist unmöglich, sich hinter dem Wandschirm zu verstecken. Sehen Sie, Dummkopf? Hören Sie auf, mir alles so schnell anhängen zu wollen! Sie Schleimbrocken, mach deine Mütze nicht kaputt. Frau Meini, jemand in Ihrem zarten Alter sollte so etwas nicht sagen. Seien Sie still, Väterchen! Sie wissen genau, wie alt ich bin! Tut mir leid. Das Fass ist fast am Überlaufen. Ich sollte wohl noch etwas nachhelfen. Wow, das ist auch eine coole Pose. Die Zeugin hatte sich hinter dem Wand schon versteckt. Hiermit. Yep. Mit der Truhe. Nimm das! So, jetzt. Frau Meini, es ist ganz einfach, wie Sie sich am Tatort versteckt haben. Sie versteckten sich in dieser Truhe. Na, in dieser kleinen Truhe, da passt doch niemand rein. Oh doch. Tut mir leid, aber Ihre Theorie wurde bereits widerlegt, als Lotta sich vor mir in der Truhe versteckte. Aber die Truhe befand sich im Nebenzimmer, richtig? Ja, eben nicht. Das heißt also, sie hatte mit dem Mord überhaupt nichts zu tun. Das stimmt. Ich schlief dort, also muss ich es wissen. Diese Truhe war die ganze Zeit im Nebenzimmer. Herr Wright? Können Sie beweisen, wo sich die Truhe zum Tatzeitpunkt befand? Warte mal kurz. Als wir zum ersten Mal zum Fay-Anwesen kamen, haben wir das doch im Nebenzimmer gesehen, oder? Dass sie nicht da war, glaube ich. Also Phoenix hat es mit den eigenen Augen gesehen. Aber habe ich dann Beweis dafür? Dass sie da war? Ja doch, stimmt, habe ich. Weil die hat ja das Loch, das ist ja auch da, genau. Die hat auch das Loch in 20 cm Höhe. Und das ist der Beweis. Ich kann es beweisen, ja, mit der Truhe selber. Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen den Beweis, der zeigt, dass sich diese Truhe zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort befand. Nehme ich jetzt nochmal die Truhe selber? Na, eigentlich eher den Wandschirm, oder? Denke ich mal, wegen dem Loch. Ich nehme mal den Wandschirm, ja. Nimm das! Sehen Sie sich diese Truhe an. Sie sind so dumm. Als ob es irgendwelche Beweise in diesem ollen Ding gäbe. Das. Was zum Teufel? Ich habe keine Zeit für überraschtes Herumsitzen. Sag schon. Da ist ein Loch. Ungefähr 20 cm über dem Boden. Ein Loch, ungefähr 20 cm über dem Boden. Wo haben wir das schon mal gehört? Der Wandschirm. Er hatte ein Loch in derselben Höhe. Stimmt. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was passiert ist. Als die Schüsse fielen, befand sich die Truhe hinter dem Wandschirm. Deshalb traf die Pistolenkugel die Truhe und den Wandschirm. Sie ging erst durch den Wandschirm und dann in die Truhe. Frau Meini. Sie versteckten sich hinter dem Wandschirm und warteten auf ihre Gelegenheit. Ja, auf ihre Gelegenheit, Dr. Gray zu töten. Na? Ruhe. Sie sagen also... Aber, Phoenix Wright, was ist mit diesem Foto? Behauptest du etwa, die Person auf diesem Foto sei Frau Ini Meini? Genau das meine ich. Frau Ini Meini. Sie hatten sich die ganze Zeit über in der Truhe versteckt. Aber das ist eben das, was noch keinen Sinn macht, mit dem Gesicht. Weil sie ja keine Geister rufen kann, soweit ich weiß. Und sie trugen das Kostüm eines Mediums, um sich als Maya Fey auszugeben. Um sich als Maya Fey auszugeben? Sie hatte es von Anfang an geplant. Sie wollte Dr. Gray umbringen und den Mord meiner Mandantin in die Schuhe schieben. Nein, stopp! Ich kann kein weiteres Wort dieser Dummheit mehr hören. Wenn dies alles so sein soll, Phoenix Wright, dann hör mir mal gut zu. Diese ganze Idee von der Zeugin, die die Truhe an den Tatort brachte, sich als die Angeklagte ausgab, das Opfer umbrachte und vom Tatort floh. Das kann doch eine Person unmöglich schaffen. Stimmt, das ist unmöglich, weil sie hatte ja eine Komplizin. Das ist wirklich unmöglich. Eine Person kann die Vorbereitung nicht alleine getroffen haben. Muss ich dich daran erinnern, die Dummen verdienen keine Gnade. Warte. Frau von Kammer, du sagtest, eine Person konnte es nicht alleine schaffen, richtig? Du meinst doch nicht... Grummel, ganz ruhig. Frau Meini, Sie hatten einen Komplizen. Ja, nämlich morgen. Diese Person...
Wäre es niemand aus Kuran gewesen, hätten sie das Kostüm nicht bekommen. Und wäre es niemand aus dem Fey-Haushalt gewesen, hätten sie die Truhe nicht bekommen. Morgen, Fey? Ist es nicht die nette Dame, die vorher ausgesagt hatte? Was können Sie dazu sagen, Frau Meini? Sie haben Dr. Gray eigenhändig erschossen. Bestreiten Sie das? Na? Und sie rastet aus. Ich denke, genau das ist wirklich passiert. Die Mörderin hatte sich lange vor dem Verbrechen am Tatort eingefunden. Als Medium verkleidet und mit Perücke gab sie sich als die Angeklagte aus. Und dann begann die Beschwörung. Die Mörderin schlich leise zu den beiden anderen, die die Augen geschlossen hielten. Zuerst betäubte sie Maya Fey mit einem starken Schlafmittel. Dann erstach sie Dr. Gray mit dem Messer. Achso, okay, dann war es sogar übrigens. Okay, dann war es sogar so, dass Maya die Beschwörung oder mit der Beschwörung noch gar nicht wirklich angefangen hatte, oder? Und dass der Geist von ihr noch gar nicht Besitz ergriffen hat. Oder? Das würde ja auch Sinn machen, ne? Weil sie hat ja geträumt, die Maya, was sie ja nicht kann, wenn sie den Geist beschworen hätte. Weil sie schon eben davor betäubt wurde, anscheinend. Okay. Als nächstes versteckte sie meine Mandantin in der Truhe, ja. Sie tat es, damit sie sich als Maya ausgeben und ihr das Verbrechen anhängen konnte. Ja. Okay. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Unerwartetes? Ja. Peng. Dr. Gray war doch noch nicht tot. Mit letzter Kraft feuerte er einen Schuss auf seine Angreiferin. Und deshalb ist das Loch im Wandschirm nur knapp über dem Boden. Die Mörderin nahm dann Dr. Gray die Pistole aus der Hand und erschoss ihn. Danach haben sie und die andere Dame das Zimmer gestürmt. Ja, einen Schuss hatten wir einfach nicht erwartet. Oder einen Schuss haben wir einfach nicht erwartet. Deshalb brachen wir die Tür zum Beschwörungsraum auf, als wir die Schüsse hörten. Frau Meini, sie beschmierte ihr eigenes Kostüm schnell mit Blut. Und tat so, als wäre sie Maya Fey. Aber diese Täuschung wäre doch leicht zu durchschauen. Genau deshalb scheuchte uns Frau Morgan Fey hinaus. Überlassen Sie das bitte mir. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Schnell, bevor es noch mehr Opfer gibt. Was soll man dazu sagen? Das ist die Wahrheit hinter dem Mord. Ich glaube, das war's noch nicht. Die Morgan will doch bestimmt auch noch aussagen, oder? Ha! Wer war das? Wer lacht in so einem Moment wie diesem? Ah, sie war's? Oh, ihr armen Dummköpfe! Steckt ihr vielleicht gerade noch in der Entwicklung? Was ist das diesmal? Frau von Kammer? Sicherlich. Natürlich war ich das. Denkt ihr wirklich, eine von Karma würde wegen so etwas Kleinem verlieren? Was in aller Welt? Phoenix Wright, ihre Beweisführung weist einen großen Fehler auf. Und der wäre? Wenn die Zeugin die wirkliche Mörderin ist, warum sollte sie dann das alles auf sich nehmen? Hä? Die Zusammenarbeit mit einem Medium, sich als eines auszugeben, der Anschlag... Welchen Grund sollte sie für solche dummen Dinge haben? Hä? Nun, das, Ja, das stimmt. Das wollte ich auch gerade sagen. Oh, und da ist noch was. Warum sollte Frau Ini meine Dr. Gray umbringen wollen? Was ist ihr Motiv? Naja, sie wollte quasi Rache nehmen. Für ihre Schwester. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Motiv. Ich habe kein Motiv. Ein Motiv. Das ist... Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie kein Motiv hat. Ich muss ein Motiv finden, sofort. Warum könnte sie Dr. Gray töten wollen? Der Grund, warum sie Dr. Gray umbringen wollten, ist folgender. Okay, ich kann auch keine Fehler machen. Ja, weil sie halt Rache nehmen wollte. Wegen ihrer Schwester. Wie präsentiere ich das mit dem Zeitungsausschnitt, oder? Denke ich mal. Ja. Nimm das!
Ha! Wie ich mir dachte, ihre dummen Antworten langweilen mich, Phoenix Wright. Falsch? Na großartig, jetzt nennt sie mich auch beim vollen Namen. Denken Sie, ich hätte es getan, um mich für den Tod meiner Schwester zu rächen? Ach, sie spricht es an, ja. Weil sie durch den Unfall selbst große Verletzungen und Schmerzen hatten. Seien Sie nicht albern. Niemand kann beweisen, dass Dr. Gray meine Schwester betäubt hatte, richtig? Und Sie wollen behaupten, ich würde mich ohne Grund rächen? Das ist aber komisch, weil ich meine, gerade eben hat sie doch noch ausgesagt, dass ja Maya zu ihr ins Nebenzimmer kam. Und da hat sie ja uns erzählt, dass dann ihre Schwester ihr wiederum erzählt hat. Also das war ja alles eine Lüge, schon klar. Aber da hat sie trotzdem das gesagt, dass ihre Schwester halt das erzählt hat, dass sie sich rächen wollte, weil das kein Unfall war, sondern ein geplanter Mord vom Gray. Was wollen Sie damit sagen? Senila Tatakreis. Oh. Ich werde es erklären, also hören Sie zu, ja? Vor über einem halben Jahr bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wenn ich mich wirklich hätte rächen wollen, hätte ich nicht so lange gewartet. Und außerdem, der Kerl, der das mit den Geistern wollte, war Dr. Gray. Es war totaler Zufall, dass er mich deswegen fragte, verstehen Sie? Sie ist wieder das kleine Dummerchen. Na, aber verstehen Sie? Armselig, Phoenix Wright. Du konntest deine eigene Theorie nicht untermauern. Und das ist das Ende. Ich denke, wir haben die Antwort, Phoenix Wright. Was Frau Meini sagte, ist sehr wahr. Der Racheplan ist sehr kompliziert und außerdem hat sie kein Motiv. Des Weiteren gibt es für Frau Morganfay keinen Grund, an diesem Plan mitzuwirken. Ja doch, für sie erst recht. Sie haben nicht einmal wirklich handfeste Beweise für ihre Behauptungen. Ach komm jetzt. Zitze, so viele Fehler, Phoenix Wright. Du musst lernen, was sich gehört. Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte sie gehabt. Hehe, sehen Sie, wie ich es Ihnen, gesagt habe? Sie müssen wohl kein klein beigeben. Nun gut, hiermit ist das Kreuzverhör von Frau Inimaine beendet. Moment mal! Wer war das? Mia? Euer Ehren, bitte gewähren Sie der Verteidigung noch eine Minute. Also gut. Du darfst sie nicht verlieren. Habe Vertrauen in dich selbst, Phoenix. Mir. Ja, es sieht nach einem lächerlichen Mordplan aus. Aber trotz alledem hat das Mädchen für dieses Verbrechen geübt. Wirklich? Hör zu, Phoenix. Es gibt für alles einen Grund. Es gibt einen Grund, warum sie Dr. Gray umbringen musste. Und aus dem gleichen Grund musste sie ihn auf diese Weise töten. Ja, sie wollte das Maya anhängen, das ist schon klar. Aber da hat ja Ini nicht wirklich viel davon. Die Morgan hat dann viel davon, wenn es der Maya angehängt wird. Aber was hat denn die Ini davon, das der Maya anzuhängen? Sie hat doch nichts davon, oder? Die Zeit ist um, Herr Wright. Ihre letzte Antwort, bitte. Okay, ich muss ja wieder irgendwann den Part beenden. Das ist eh schon wieder viel zu lang. Und ich mach's dann jetzt mal hier, wieder mal an dieser Stelle. Wieder mal sehr spannend, ich weiß. Aber leider ist halt jetzt die letzten 40 Minuten waren alle spannend. Ne? Und wieder mal ist jeder Zeitpunkt schlecht, um einen Part zu beenden, aber ich mach's dann eben jetzt. Also ich würde sagen, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Beim nächsten Mal geht's dann noch hier im Gerichtsprozess weiter, mit dann der letzten Antwort, die wir geben müssen. Also ich weiß nicht, ob wir beim nächsten Mal dann schon fertig werden. Ich würde eigentlich schon vermuten, dass wir auch die Morgan nochmal dann ins Kreuzverhör nehmen und dass wir dann auch noch das mit ihr alles klären müssen. Weil zum Beispiel, was wir jetzt noch gar nicht geklärt haben, ist die Tatsache, dass ja die Morgan dann die Maya auch umgezogen hat. Weil das ist ja auch definitiv passiert, richtig? Wegen dem Stofffetzen da auch. Aber das haben wir jetzt, oder das hat Phoenix noch gar nicht erwähnt, hier vor Gericht. Obwohl wir das ja mit Mia besprochen haben. Also das muss auch noch irgendwie kommen. Also ich glaube, dass wir beim nächsten Mal noch nicht fertig werden. Ich glaube, das ist noch nicht die letzte Antwort. Halt die letzte jetzt hier bei Ini. Aber wir müssen dann morgen auch noch verhören, schätze ich mal. Und dann bei ihr auch noch alles weiter aufklären. Aber werden wir dann im nächsten Part schon noch alles wie immer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.